Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS 17 auf der Hof Bergmann. Mit mir, euer Manus. So, wir müssen erstmal ganz kurz hier einmörsen. Ne, unser Feld, was wir hier gedingst haben. Wollen wir jetzt mal ein bisschen Kalk drauf schmeißen. So, ungefähr von der Breite, das sollte passen. Und jetzt bin ich gespannt. So, wir machen mal... Rechts. Hoch, runter, hoch, runter. Klingt gut. Guckt er noch, wie das fällt. Oh, er hat's. Er hat's ungefähr. Wir ziehen es uns mal rein. Ich bin mal gespannt. Sauber, schöne Kurve. Arbeitsbreite von 24 Metern hat er auch direkt hingekriegt. So. Sieht echt gut aus. Leute, wisst ihr, was heute für ein wunderschöner Tag ist? Und Baumwetten. Außer dass heute Sonntag ist, ist heute noch dieser wunderschöne Tag. Bam. Ja. Ach Mann, warum bist du so eine Blindschleiche? Checkt er niemals jetzt, oder? Das hat er nicht hingekriegt. Schade, schade, schade. Moment. Automatische Lenkung aus, Gerät runter. Wir versuchen es nochmal. Gut aus. Das sollten wir. Wir probieren es mal mit der Kreisfahrt. Vielleicht geht es besser. Fakt ist auf jeden Fall eins, meine lieben Freunde, heute ist Muttertag. Heute ist Muttertag, ne? Wisst ihr Bescheid? So, das heißt, ich hoffe, ihr habt eurer Mutti heute was Schönes gekauft und fahrt hin. Und ja, schenkt ihr einen Blumenstrauß, eine kleine Aufmerksamkeit, was auch immer, ne? Was zum Naschen, was weiß ich. So, Bong. Ist aber auch hartnäckig. Okay. Wir düngen selber. Scheiß drauf. So hoch und runter fahren klappt zwar, aber... Oder wir müssen hier einfach wirklich so eine Bahn rumziehen. Ne, einmal oben, einmal unten. Wie so ein Vorgewende quasi machen. Das wäre ja noch eine... Wäre vielleicht noch eine Idee. Falsche Seite, Kollege. Och Mann. So. Fahre doch. Der Kalkverbrauch ist viel zu hoch so. Ja, heute ist Mutti-Tag. Ich hoffe, ihr habt wirklich eure Mom was gekauft und bedankt euch, dass ihr unter größten Schmerzen euch auf die Welt gebracht hat. Ja. So sieht's aus. Ich fahre heute auch noch zu meiner Mom. Wir sind mittags sind wir bei der Chini-Mutter, also bei der Schwieger, beim Schwiegerdrachen quasi, sind wir essen, zum Essen eingeladen, zum Mittagessen. Das werden wir uns auf jeden Fall mal geben und dann, ja,
Sind wir bei meiner Mutter. Das Lustige ist noch, die hatte am Freitag quasi auch Geburtstag. Oh, jetzt bin ich auch gespannt, wie er das macht. Und jetzt? Okay. Naja, so schlecht sah das jetzt gar nicht aus. Also die Kreisfahrt ist wahrscheinlich sinnvoller. Die Kreisfahrt ist wahrscheinlich echt sinnvoller. Ich bin ein bisschen am Überlegen, was dieses Vorgewende ist. Man kann ja in den Optionen unter Vehicle Extension noch das Vorgewende einstellen. Ob er das dann auslässt, das müssen wir mal ausprobieren beim Ansehen dann. Das wäre ganz interessant. Wenn er hoch runter fährt, hoch runter, hoch runter, hoch runter und das Vorgewende, was man quasi eingestellt lässt, oben und unten frei lässt. Das wäre ganz cool. Hey, wir lassen ihn einfach mal machen. Ne, kümmern uns nicht weiter drum und lassen den mal machen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, was der da fabriziert. Was wir aber fabrizieren müssten, wäre, wir brauchen endlich... Wo ist denn... Ach hier, ich wollte schon sagen. Warte mal, wo habe ich den denn jetzt? Ach so. Genau, da waren wir stehen geblieben. Wir wollten das Stroh ins Lager bringen und wenn der Stroh im Lager ist, dann wollten wir eigentlich uns ein Universalfass schnappen und aus der Biogasanlage das Biogas abholen. Und wir sind falsch gefahren. Ja, komm, fahren wir hier hinten rein. Ist auch gleich das Strohlager, das passt schon. So. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr eurer Mom schenkt. Das müssen wir schon machen, wenn man jetzt gerade zum Beispiel wie wir, ey, die jetzt ja junge Eltern sind, im Sinne, ne, unsere Kleine ist 2,5 Jahre, bisschen über 2,5 Jahre, wenn man dann so junge Eltern ist und dann wirklich, man macht ja alles für das Kind, also man macht alles für das Kind, ne? Man würde sein Leben geben, das ist echt zu krass. Und also das ist dann, das ist echt heftig, das ist ein Mensch, also das ist, so hat man in seinem ganzen Leben noch nie geliebt, ne, also das ist der Hammer. Und wenn man dann so, sag ich mal, als Eltern, wenn die dann groß sind, ne, und man irgendwann muss man ja loslassen, das ist ja das Schlimme, also wo es mir schon, jetzt schon graut quasi, ne, viele von euch sind selber noch relativ jung, die können damit nichts anfangen, die denken so, boah, was labert denn der Manus da, ey, ich glaube jetzt ist er, merkt halt, ich bin doch schon etwas älter. Nein, aber das ist dann einfach so, wenn man die Erfahrung macht, ne, selber macht, und dann denkt man sich schon so, wenn die das dann mal irgendwann zu schätzen wissen und so und dann einen dafür auch danken oder dankbar sind, dass man alles für die gemacht hat, dann die kleinen Kiddies, das ist schon dann... Das wäre schon ein tolles Gefühl. Guck mal hier. Jetzt schon so Strohlager. Hinten können wir es wieder abholen. Ist doch geil, oder? Das habe ich einfach nur dahin gemacht, dass wir direkt von oben runterspringen können. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen mal schauen, wo Universalfass steht. Ich muss hier irgendwo rumgeigeln. Irgendwo hier muss es stehen. So. Und schwuppdiedeldupp. Einmal hier
Schön rein in die Lücke. Die ist ja wie für uns gemacht. So. Schade, dass wir die Anhänger da so zusammengeschoben haben. Das sieht natürlich echt räudig aus gerade. Dann schauen wir mal, wo steht ein Fass? Ach so. Das Wasserfass. Und das andere steht da unten. Auf der Plantage. Jetzt habe ich aber auch wieder keine Lust, eigentlich das Wasserfass mit Diesel zu versauen. Was wir aber mal machen könnten. Wir könnten mal ein bisschen was für unsere Äpfel tun. Warum auch nicht? Die brauchen Kompost und Wasser. Ist eigentlich easy way, ne? Kompostmaster haben wir an. Das heißt, wir haben Kompost am Start, wir haben Wasser am Start. Fahren wir damit runter, oder? Gönnen wir uns quasi. Ach so, schöne Scheiße. Der hat ja hier alles klar. Das ist, I'm sorry. Da steht ja schon einer dran. Dann holen wir uns nur schnell, schnabulieren wir uns nur schnell den Anhänger und fahren gleich mit Follow-Me. Einmal runter. So, dann nehmen wir jetzt aber mal nichts mit Drehschemel. Dann nehmen wir mal den kleinen hier. Der sollte eigentlich auch reichen. Von der Füllmenge. So. Und. Schickedelic, Baby. Falsche Richtung geschaut. Düsen einmal zum Kompostmaster hoch, holen hier unten unseren kleinen Schlingel mit dem Wasserfass ab. Und fahren mal zu den Äpfeln. Zu den Äpfelbäumen. Dass wir auch da ein bisschen irgendwann die Apfelernte in Betrieb nehmen können. Entschuldigt bitte, ich bin einfach ein bisschen müde, bin in letzter Zeit echt kaputt. Es ist sehr, sehr viel Arbeit auf der Baustelle aktuell. Es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit zurzeit. Ihr wisst natürlich alle, was in meinem Kopf vorgeht gerade. Oh, fuck off. So, gut. Dann. Warte mal, beim Sägewerk steht der. Wo ist denn das schon wieder? Ganz da oben, war klar. Ja, den nehmen wir. Alter! Was länger hier vom Schreibtisch gerissen. War gar nicht richtig festgeschraubt, sich gerade so. So. Warum, was ist mit der Musik? Warum ist die Musik immer alle einfach? Oh, ich habe das Radio ausgemacht. Natürlich doof. So. Okay. Dann müssen wir natürlich hier oben Kompost reinschaufeln. Wäre natürlich auch eine coole Idee für die Chien, muss man auch dazu sagen. Wäre eigentlich auch eine coole Sache. Die Chien, die Apfelbäume, wenn wir da die ganzen Apfelbäume dann schon mal fertig machen. Das ist eine Schweinearbeit. Kann die Chien machen. Ja, die ist ja ab morgen wieder am Schlüssel. So. Wenn alles mit der Aufnahme geklappt hat, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Dreieinhalbtausend ist natürlich easy, ne? So. Zack, die nächsten dreieinhalb. So ein schöner Radlader wäre dann auch mal geil. Später dann. Ist auch geil, wie die Federung arbeitet. Das muss man einfach mal sagen. Also das ist schon ziemlich geil. Ne, wie die ganze Federung so ein bisschen alles. Macht schon echt Laune.
Zack, die Bohne. Geht noch eine drauf. Na, ich guck lieber vorher. 70% sollte noch was gehen. Und wir haben immer noch 48.000 im Lager, ey. Das ist echt zu geil. Wow. So echt sachte machen wir hier mit dem Kleinen. 3.500 in der Schaufel ist halt auch nicht wenig, ne? Zack, die Bohne, die ging noch komplett rein. Einmal frei. So gönn ich oder so liebe ich das. So, wir machen aber noch nicht ganz Feierabend. Wir fahren den mal hier hin. Und switchen mal ganz kurz. Und fahren zumindest runter zum Wasserfass. Dass wir wissen, oder dass ich weiß, dass wir mit der Jean Äpfel machen wollen, ne? Kompost, Wasser, Äpfel, alles cool. Ja, wenn wir jetzt zu zweit auf dem Server spielen würden, ne, wäre das natürlich echt eine coole Sache. Dann könnte man das zusammen machen. Aber die Jean, muss ich auch dazu sagen, hat auch keinen PC, jedenfalls keinen PC, der irgendwas noch taugt. Und in dem Sinne hat sie auch nie einen gebraucht, von daher. So. Den stellen wir uns gleich. So, unser kostenloses Wasserreservoir nochmal ausnutzen. Ich glaube, wir haben hier 100.000 gebunkert. Es kann aber auch sein, es ist unendlich. Aber ich glaube, es waren 100.000. Ich bin mir nicht sicher. Aber in diesem Sinne werde ich mich auch erstmal verabschieden von euch, meine lieben Freunde. Lasst das Däumchen da, denkt an eure Mom heute. Und wir sehen uns am Montag wieder, starten die neue Woche quasi. Genießt den Sonntag noch etwas. Bis dahin. Tschüss, euer Manus.